Nach draußen. Gönn dir immer wieder mal die Freiheit von draußen. Den Wind, die Sonne auf deiner Haut oder den Regen, den Boden unter den Füßen, die Bewegung deines Körpers in der Natur, den offenen Himmel über dir, den Geruch des Frühlings, das Singen der Vögel, den Geruch des Waldes, die Schönheit unserer Mitgeschöpfe, das linde Grün der Blätter. Gönn dir die Geduld der Natur, lockere die Erde, sähe Blumen, pflanze Salat auf dem Balkon und Tomaten, staune über neugierige Pusteblumen, über den Rhythmus der Jahreszeiten und lerne mit ihnen das Warten und Lassen. Es wächst, es dauert, aber es wächst. Freu dich über das, was du siehst und unterschätze nicht, was währenddessen noch alles an Unsichtbarem geschieht, oft ohne unser Dazutun. Herzlich willkommen zu diesem ersten Abendgottesdienst hier am Grünen Zimmer vor der Paul-Gerhardt-Kirche. Wir werden auch die nächsten 4 Freitage um 19 Uhr hier feiern. Schön, dass Sie dabei sind. Wir bitten Sie, Abstand zu halten, Masken zu tragen, haben Sie ja. Wir können singen mit Maske und dazu gibt es ein Liedblatt. Ich hoffe, Sie sind alle ausgestattet damit. Schön, dass Sie da sind und der Posaunenchor der Evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt. Herzlichen Dank für diesen Einsatz heute. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Schöpfer und Schöpferin unseres Lebens. Im Namen Jesu Christi, Quelle und Licht für unser Leben und im Namen der Heiligen Geistkraft, Mut, Energie, Begeisterung und Liebe für unser Leben. Amen. Schmückt das Fest mit Maien, wir singen gemeinsam. Wenn Sie thank you.
Wir beten mit Worten einer Psalmübertragung zu Psalm 104. Gott, Licht ist dein Kleid, in dem du erscheinst, und all seine Farben erzählen von deinem Geheimnis. Das zarte Grün an frischen Zweigen. Ich atme den Frühling. Du bist die Hoffnung, bist das immer wiederkehrende Leben. Über mir strahlendes Gelb der Sonne. Du bist Wärme, bist mein Licht, Licht der Welt. Braun ist die Erde zu meinen Füßen. Von ihr bin ich genommen und bin doch unendlich mehr. Ein Mensch, dir zum Gefallen. Blau sehen meine Augen den Himmel und die unergründliche Tiefe des Meeres. Du bist die Weite, bist der Atem der Freiheit, du bist in Ewigkeit. Rot wie der Mond, wie Lippen, wie flackerndes Feuer, bist du mein Herzblut und das Brennen der Liebe. Und auch im Schwarz, ich weiß es, wenn keine Farben mehr sind, bist du da, in jedem Dunkel, in jeder Nacht. Gott, Licht ist dein Kleid, in dem du erscheinst, und all seine Farben erzählen von deinem Geheimnis. Amen. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Und für all die Abende und Tage und Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Die eine Rechnung wird uns geschenkt.
die Schönheit des Lebens zu genießen. Die andere Rechnung aber haben wir auch schon erhalten und wissen, die Gaben der Erde sind begrenzt. Wir verbrauchen zu viel Natur, Energie, Ressourcen. Wir verschmutzen die Luft und das Wasser. Wir nehmen und berauben alle Lebewesen und uns selbst unserer Grundlagen, unserer Zukunft. Wir müssen unser Leben ändern. Wir brauchen mehr Kreislaufwirtschaft, keine Abfälle und keine Umweltverschmutzung mehr. Keine, so wenig wie möglich, Einwegverpackungen, Einweggeräte. Wir brauchen weniger Autos, mehr Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr. Mehr Reparaturen als Neukauf. Weniger Fleisch, mehr Bio. Jede und jeder kann etwas tun und jede und jeder muss mitmachen, damit wir, unsere Kinder und Enkel eine Zukunft haben. Anregungen dazu gibt es viele, auch hier am grünen Zimmer. Zettel liegen aus zum Mitnehmen. Und jetzt wünsche ich mir ein Stimmengewirr. Versuchen Sie das bitte mit Abstand. Suchen sich einen Partner, eine Partnerin und erzählen Sie, was tun Sie schon, damit das Klima nicht noch heißer wird? Und was wollen Sie noch tun? 5 Minuten. Plaudern Sie miteinander, auch mit Abstand und Maske. Erzählen Sie sich, was Sie tun und was Sie noch machen wollen. Danke für alles Erzählen, für alle Ideen und Taten. Der Nachbar, die Nachbarin hat zugehört und Gott auch. Gott gebe uns die Kraft und den Segen zu allem Tun und Lassen. Amen. Die Erde ist des Herrn. Gott des Lebens, wir danken dir für deine Schöpfung, die Natur mit allen Lebewesen, Bäumen, Pflanzen und Tieren und auch mit uns, den Menschen. Wir tragen Verantwortung. Mach uns mutig, neue Wege zu gehen zum Schutz der Natur. Mach uns stark, weniger zu verbrauchen und genügsamer zu sein. Bewege uns, deine Schöpfung mehr zu achten und zu schützen. Bewege uns zur Umkehr.
Und gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt Material hier, wer noch Ideen braucht, dem Klima was Gutes zu tun und unserer Zukunft. Es gibt auch einen Klimaton mit QR-Code, wenn Sie und ihr mal testen wollt, was mal eine Woche lang verschiedene Sachen verbraucht oder so. Die nächsten 4 Freitage feiern wir noch hier und auch an einem Samstag am 12. Juni um 11 Uhr für Klein und Groß. Sie sind herzlich willkommen und eingeladen. Geht mit Gottes Segen in diesen Abend. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Die Natur. Kommen Sie gut nach Hause. Einen schönen Freitagabend. Frohe Pfingsten.